Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Julia Thiele. Hallo Julia, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Julia, genau, ich bin ein Großstadtkind. Ich bin in Berlin geboren und geblieben und habe überlegt, was kann ich noch über mich erzählen. Ich funktioniere am besten nach einer Tasse Matcha, also ich brauche immer so ein bisschen, um in Wallung zu kommen. Und ich glaube, was noch sehr charakteristisch ist für mich, ich bin hochsensibel, für alle, die nicht genau wissen, was das bedeutet. Also runtergebrochen, ich fühle immer alles. Das kann gut sein, das kann auch schlecht sein, das ist manchmal sehr anstrengend, aber ich glaube, fürs Bücherschreiben ist das ganz cool. Und ja, genau, ich bin Jungautorin, so jung man mit Mitte, Ende 30 eben noch so ist. Und habe als Kind Geschichten geschrieben, aber nichts Ernsthaftes. Ich weiß noch, ich habe mal eine Geschichte über Enten geschrieben, die ich meinen Eltern geschenkt habe. Und die fanden es natürlich ganz toll, aber nichts Weltbewegendes. Und als Jugendliche habe ich dann so die typischen Weltschmerzgedichte poesiert und erstellt. Und dann war eine Zeit lang totale Funkstille, was das angeht. Und 2022 kam es dann plötzlich dazu, dass ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, also vorher geschrieben habe natürlich und dann plötzlich gemerkt habe, ja, so Autoren sein ist irgendwie vielleicht dann doch mein Ding, obwohl es lange geschlummert hat in mir. Und von daher ist alles für mich noch sehr neu und deswegen sage ich auch, ich bin Jungautorin. Ich hatte meine erste Veröffentlichung letztes Jahr. Ich habe den ersten Preis mit dem Schreiben gewonnen, war das erste Mal auf einer Buchmesse und habe die ersten Lesungen gehalten und so weiter. Und heute ist tatsächlich auch meine erste Podcast-Aufnahme. Eine tolle Premiere heute. Freue mich drauf. Genau. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, ich habe mitgebracht meinen Debütroman mit dem Titel Mein letztes heute. Ja, das ist ein New Adult-Roman, also so zum Thema Coming of Age, also der Übergang vom Jugendlichsein hin zum Erwachsenwerden. Und ist in der Kategorie beziehungsweise in der im Genre literarische Belletristik. Also ich habe so ein bisschen eine sehr literarische Sprache. Und außerdem habe ich das Buch im Selbstverlag rausgebracht. Also ich bin Self-Publisherin und habe da auch ganz viel Neues gelernt. Ja, und ich glaube, am besten lässt sich das Buch beschreiben, indem ich erstmal den Klappentext vorlese, weil sonst rede ich so viel um den heißen Brei herum und da fasst es ja ganz schön zusammen. Joe ist 21 Jahre alt und wird ihren nächsten Geburtstag nicht mehr erleben. Eine niederschmetternde Diagnose lässt die Welt der Studentin in sich zusammenkrachen und ihre zarte Seele mit dunkel grollenden Gedankengewittern kämpfen. Aber was tun, wenn einem keine Zeit bleibt für Selbstmitleid? Wo fängt man an, bevor man endgültig aufhört? Es beginnt ein letzter Tag mit Champagnerlachen und Herzbeben in einer Welt voller Alltagsmagie. Autorin Julia Thiele erzählt mit radikalem Feingefühl die Geschichte einer jungen Frau, die selbst in der aussichtslosesten Lage den Mut findet, nach vorne zu blicken. Ja, ist immer ein bisschen komisch, wenn man von sich in der dritten Person spricht, aber so steht das hinten auf dem Buch drauf. Ja, das klingt wahrscheinlich alles so ein bisschen sehr fatal und traurig. Ist es auch ein bisschen sehr. Aber es ist generell ein optimistisches Buch. Also immer, wenn ich mit Leuten drüber spreche, sagen die, das ist aber, also der Tod und die Sterblichkeit ist natürlich ein schweres Thema und vor allem dann auch in Kombination mit so einer jungen Person oder Protagonistin. Aber das, was ich vermitteln will und was mir Leute, die das Buch gelesen haben, auch tatsächlich bestätigt haben, ist, dass es, wie gesagt, ein optimistisches Buch ist, weil ich immer bunte Gefühle in diese trüben Momente mische, damit das eben nicht zu schwer ist. Und auf der anderen Seite soll die Geschichte natürlich aber auch berühren. Also das ist ja ganz klar in der Natur des Themas, dass es auch Traurigkeit beinhaltet. Aber ja, der Sinn des Ganzen ist, dass die Leser wachgerüttelt werden von meiner Geschichte. Ein sehr interessantes Thema, ist ja auch so ein Tabuthema, da gebe ich dir auch recht, was du so erzählt hast. Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, also was du da jetzt so vorliest. Magst du gleich mal anfangen? Ja, kann ich machen. Gucken, also wir springen jetzt ziemlich früh in die Geschichte rein, weil es ist ja ein ganz kurzer Zeitabschnitt, über den die ganze Geschichte sich spannt. Deswegen will ich immer gar nicht zu viel vorne wegnehmen. Aber
Wir treffen Joe jetzt, nachdem sie ihr Fahrrad geweckt hat und sie ist auf dem Weg zu einem ihrer regelmäßigen Arzttermine. Langsam rollen wir bis zum Ende einer breiten Fahrradstraße und halten vor einem Ärztehaus an. Ich schließe mein Rad an seinen üblichen Platz an und gehe durch die Automatiktür ins Foyer. Die Dame am Empfang begrüßt mich wie jeden Gast mit einer geballten Ladung Ignoranz. Mein freundliches Hallo prallt an ihr ab. Ich ernte nur mürrische Stille und einen genervten Blick über den Rand ihrer eckigen Brille. Die große Uhr über dem Fahrstuhl erinnert mich daran, dass ich mich beeilen muss. In der 5. Etage betrete ich den Vorraum der neurologischen Praxis. Es beginnt ein längst einstudierter Tanz. Hallo Frau Zeiss, ist es schon wieder soweit, ja? Hinter dem Tresen rollt sich Magdalena auf ihrem Bürostuhl vor den Computer. Während ihre Zeigefinger sich einzelne Buchstaben aus der Tastatur picken, wackelt der Dutt auf ihrem Kopf. Ja, ja, ist es wohl, antworte ich und zücke meine Krankenkassenkarte. Haben Sie auch neue Bildchen dabei? Ich reiche ihr eine schmale Hülle mit einer silberglänzenden CD. Nach ein paar geübten Handgriffen schiebt sie mir die Karte wieder zu und erhebt sich ächzend vom Stuhl. Na, dann kommen Sie doch am besten gleich mal mit zum Blut abzapfen. Wir gehen in einen kleinen Nebenraum. Hier ist alles weiß. Warm ist es heute, finden Sie nicht auch? Magdalena öffnet eine der zahlreichen identisch aussehenden Schubladen, während ich mich auf die Patientenliege setze und meine Jackenärmel hochkrample. Viel zu heiß für diese Jahreszeit, haben die vorhin im Radio gesagt. Aufpassen, wird mal kurz kalt. Ein paar Sekunden lang riecht es nach Ethanol. Ich finde das Wetter ja schön, sage ich. Ja, ja, ist schon schön, ist schon schön. Achtung, kleiner Pieks. Aber normal ist das nicht für Anfang März, sagen die. Nee, normal ist bestimmt nicht, antworte ich und beobachte, wie die Spitze der Kanüle in meiner Haut verschwindet. Und morgen soll es sogar noch wärmer werden. Ich nehme heute 2 Portionen, ja? Irgendwas mit Sahara-Winden heißt es. Also nehmen Sie sich was Schönes vor, Frau Zeiss. Den Wattebausch bitte noch fest draufdrücken. Sie zwinkert mich an, 2 Röhrchen meines dunkelroten Blutes in ihren Händen. Ein paar schlanke Sätze von der nicht ganz so schlanken Sprechstundenhilfe später sitze ich gemeinsam mit einer anderen Frau im Wartezimmer. Sie liest eine Zeitschrift unter einem knallbunten Kunstdruck. 3 Kreise auf 8 Quadraten. Ich warte neben dem kleinen Fenster zur Straße. So schönes Wetter draußen und ich hocke hier drin. Auf der Suche nach einer Uhrzeit ziehe ich mein Handy aus dem fast leeren Rucksack. Oh, ist schon so spät? Ich schlendere eine Weile durchs Internet, wische durch den endlosen Stream quadratischer Bilder und verteile gedankenlos Herzen. Meine Schulfreundin Mel postet ein Foto von einem übervollen Eisbecher mit Streuseln. I like. Im Behandlungszimmer begrüßt mich Dr. Fahir mit einem kräftigen Händeschütteln. Geschäftig nimmt er wieder hinter seinem Schreibtisch Platz, während ich mich auf die ihm gegenüberliegende Seite setze und viel lieber ein Eis essen möchte. Dr. Fahim trommelt mit seinen Fingern auf meiner Patientenakte. Frau Zeiss, wie geht es Ihnen? Fragt er. Gut, gut. Etwas genauer bitte, verlangt er ernst. Haben Sie in letzter Zeit vermehrt Schwindelgefühle? Wie ist Ihr allgemeiner Erschöpfungsgrad? Ja, also ich bin gerade aus der Prüfungsphase raus, da bin ich natürlich schon etwas kaputt. Schwindel? Unterbricht er mich. Nicht wirklich, nein, überlege ich. Nicht vermehrt? Würden Sie sagen, dass sich Ihre Sehkraft verschlechtert hat? Was denn das heute für ein Verhör? Witzle ich. Er lacht nicht. Also manchmal habe ich so eine Art Schleier vor den Augen, aber nicht schlimm und auch nicht so oft, sage ich und durchsuche meine Jackentaschen erfolglos nach Kaugummis. Dr. Fahim tippt auf der lauten Tastatur herum und wirft seinen Blick tief in den Monitor. Bis auf das gelegentliche Klicken seiner Maus ist es vollkommen still. Er kräuselt die Lippen und sagt lange nichts. Plötzlich werde ich nervös. Zerstreut wühle ich in meinen Sachen herum. Irgendwie ist die Stimmung heute anders. Bilde ich mir das nur ein? Wo sind denn meine Kaugummis, verdammt? Dr. Fahims Räuspern reißt mich aus meinem Rucksack. Und als ich aufblicke, treffen mich 2 schwarze Augen direkt ins Mark. Frau Zeiss, der Befund Ihres jüngsten MRT weist eine deutlich erkennbare Anomalie auf. Wir sehen eine hohe Dichte an enddifferenzierten Zellen. Dr. Fahim macht eine quälend lange Pause und hat mich mit seinem Blick fest im Griff. Meine Augen starren zurück. Ich traue mich nicht, mich zu bewegen. Er holt tief Luft, bevor er seinen Blick abwendet und mich fallen lässt.
Ihre Schnittbilder zeigen multiple Neurofibrosarkome an peripheren Nerven. Neue Wucherung, Frau Zeiss. Diese haben zunächst Missempfindungen und Sensibilitätsstörungen, wie beispielsweise eine Verminderung der Sehkraft zur Folge. Er blättert in meiner Akte. Ich fühle mich in dem Moment vor 9 Jahren zurückgeschossen, als ich das erste Mal hier saß. Als Mama ganz fest meine Hand drückte und ich beobachtete, wie die Falte zwischen Dr. Fahims Augenbrauen immer tiefer wurde. So tief wie jetzt war sie noch nie. Bei Ihnen ist vorrangig der 8. Hirnnerv betroffen, was die Veränderung in Ihrem Audiogramm erklärt. Er schiebt ein Blatt zu mir. Ich schaue auf 2 abfallende Kurven auf kariertem Untergrund. Aha. Wieder räuspert er sich und fährt fort. Nach einer Konsultation mit meinem Kollegen von der Neurochirurgie muss ich Ihnen leider mitteilen, dass aufgrund der netzartigen Wucherung der Glioblastome eine Operation in Ihrem Fall ausgeschlossen ist. Moment, Operation? Ich verstehe nicht, sage ich kopfschüttelnd. Frau Zeiss, verkündet Dr. Fahim eindringlich, wir sprechen hier von bösartigen Tumoren der Kategorie 4. Ich verstehe nicht, höre ich mich wiederholen. Diese Entwicklung ist bei ihrem Typ 2 der NF relativ selten. Meine Augen wandern träge nach unten. Ich beobachte meine Finger dabei, wie sie zittrig einen Kaugummi aus der Packung fummeln. Was jedoch problematischer als die multiple Wucherung ist, ach, es gibt noch eine schlechte Nachricht, ist die gegenwärtige offenbar drastische Beschleunigung ihres Krankheitsverlaufs. Drastisch? Ihre Blutwerte weisen heute eine starke Veränderung ihrer metabolischen Daten auf. Wir sehen eine hohe CRP-Konzentration, Ihr LDL-Wert liegt über der Norm. Er schwenkt den Monitor schräg zu mir. Ich rücke auf meinem Stuhl näher heran. Der Bildschirm zeigt eine große Tabelle mit unendlich vielen Zahlen. Ich kneife die Augen zusammen und suche die Zeile, in der Sie werden sterben steht. Dr. Fahim zeigt auf eine Zahl mit vielen Nachkommastellen. Fachbegriffe hageln auf mich herab. Seine Worte vermischen sich zu einem klebrigen Brei, den ich nicht verdauen kann. In meinen Ohren rauscht das Meer. Heißt das, das war's jetzt? Fragt mein Mund. Er blättert erneut durch die Akte, schweigt. Wie lange bleibt mir noch? Nun, genau genommen. Wieder macht er eine schrecklich lange Pause, in der sich meine Augen mit Wasser füllen. Dr. Fahim senkt den Kopf in dem verschwommenen Aquarium. Diesmal schaut er mich nicht an, sondern heftet seinen entschuldigenden Blick auf den Schreibtisch. Mein Kaugummi ist hart und schmeckt nach Beton. Mein Kiefer verkrampft. Also? Frage ich zu laut. Seine schattigen Augen wurden plötzlich stumpf und fremd. So genau kann man das nie prognostizieren. Aber irgendwas haben Sie doch erzählt mit den Lipidwerten. Sie haben doch beim letzten Mal gesagt, es sähe alles so gut aus. Es sei alles stabil. Er schaut zurück auf den Monitor. Werde ich denn die nächste Woche noch erleben? Möglicherweise, antwortet er gepresst. Das sollte ein Scherz sein. Das ist natürlich lediglich eine Prognose, Frau Zeiss. Selbst aus medizinischer Sicht lässt sich der Zeitpunkt Ihres Ablebens nicht mit Bestimmtheit voraussagen. Der Zeitpunkt meines Ablebens. Wir sprechen ja allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit eher von Tagen als Wochen, fügt er nach einem Moment des Schweigens leise hinzu. Ich schlucke den Kaugummi herunter. Er knallt auf den Grund meines Magens und löst eine Erschütterung aus, die mir bis in den Kopf dröhnt. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll und entscheide mich für keins von beidem. Aber wie gesagt, es ist und bleibt zu diesem Zeitpunkt eine hypothetische Vorhersage anhand Ihres bisherigen Krankheitsverlaufs. Trotz der klinischen Befunde können Ihnen durchaus ein paar Tage mehr bleiben. Ein Beschwichtigungsversuch. Jedem seiner Worte folgt ein hallendes Echo. Also auch ein paar Tage weniger? Meine Stimme bricht. Wo kommt das alles plötzlich her? Das ist doch lächerlich. Auf der anderen Seite der Tür klingelt das Telefon. Es donnert seine aggressive Melodie wieder und wieder gegen die Tür. Niemand geht ran. Ich will hinausstürmen, zum Empfang rennen und dann irgendwas in den Hörer brüllen. Egal was. Stattdessen bleibe ich auf dem harten Plastikstuhl sitzen. Meine Zähne sind aufeinander gepresst, meine Hände umklammern die Kaugummipackung. Es ist nichts mehr übrig, was noch gesagt werden muss, und doch sehe ich Dr. Fahim reden. Sein Mund bewegt sich, seine Worte verfehlen mich jedoch. Hin und wieder schwingen einige nah genug an meinem Ohr vorbei. Symptomatisch. Gabapentin. Palliativ.
Vermutlich ist eins davon mein Stichwort zu gehen, denn er beendet seinen Monolog und schaut mich fragend an. Ich nicke automatisch und merke, wie meine Beine sich bereits zum Aufstehen entschieden haben. Als ich den kalten Türgriff unter meiner schwitzigen Hand fühle, halte ich kurz inne. Danke, sage ich und weiß eigentlich gar nicht wofür. Alles Gute, sagt Dr. Fahim wehmütig zu meinem Rücken. Wie jedes Mal. Bis auf die letzten Worte, die lässt er heute weg. Alles Gute, wir sehen uns in 3 Monaten. Krass. Ja. Muss man erst mal sacken lassen. Ja, genau. Ich ziehe auch immer bei Lesungen erstmal so schön die Stimmung runter mit dem Kapitel und dann versuche ich es später wieder aufzufangen. Das ist nett von dir. Ja. Ja, wirklich. Ganz nett. Also, ja, also erstmal durchatmen, ne? Genau. Ich vermute, bei deiner Lesung guckst du erstmal so in sprachlose Gesichter, so von wegen, was war das denn jetzt bitte? Mhm. Ganz viele fragende Augen. Ja, ich sehe quasi praktisch schon so die Klöße im Hals, wie sie da stecken, das schon, ja. Mhm. Okay, so geht es mir auch gerade. Aber gut, wenn das gleich besser wird, ist ja alles super. Sprechen wir mal über deine Figuren. Vielleicht magst du die mal so ein bisschen vorstellen, was du dir auch dabei gedacht hast. Ja, zu meinen Figuren, es gibt hauptsächlich, geht es natürlich um Jo, meine Protagonistin. Also man ist ja in ihrer Perspektive, man erlebt diesen sehr vollgepackten Tag von ihr und es gibt eigentlich relativ wenige andere Figuren. Sie selbst ist einfach sehr bücherverliebt, sie verliert sich gerne in Geschichten, sie ist auch ein sehr... Ja, also ich glaube, man findet einige Charakterzüge von mir in ihr wieder. Sie ist eher so ein Ruhepol. Ihr WG-Zimmer ist hauptsächlich mit Pflanzen eingerichtet. Und ja, also anders als ich, zum Glück, lebt sie aber nun seit der Kindheit auch mit einer seltenen Krankheit. Also das ist, ja, wo das ganze Schicksal sozusagen herrührt von ihr. Ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber eigentlich ist sie so ein ganz... positiver, in sich selbst ruhender Mensch. Eine junge Frau, die eigentlich noch viel vom Leben ja, vor sich gehabt hätte, idealerweise. Ja, dann gibt es noch eine weitere Figur. Das ist eine, die auch eine relativ große Rolle spielt. Das ist ihre Mitbewohnerin. Also Jo wohnt in einer WG zusammen mit Elvi. Und wo Jo eher leise ist, ist Elvi eher laut. Also sie sind so das perfekte Gegenstück, also so Yin und Yang. Und das funktioniert daher sehr gut, weil sie sich wirklich gut ergänzen. Also Elvi ist eher leicht chaotisch, sehr enthusiastisch, ist immer sofort bei jeder Idee mit dabei und ist immer ein bisschen überall und nirgends. Also ist ständig unterwegs und in irgendwelchen Verabredungen und so weiter und so fort. Und die beiden teilen sich eben eine Wohnung, sie teilen sich auch ein paar Freunde und ihre Liebe zu Merlot. Also sie haben genau gerne Filmabende zusammen und so weiter. Also es ist halt so eine, ich würde jetzt sagen, klassische Studenten-WG-Beziehung zwischen den beiden. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Figuren, die dann auch innerhalb der Geschichte auftauchen. Aber ich glaube, die zwei sind so das Herzstück der Geschichte. Gibt es einen bestimmten Ort, wo dein Buch spielt? Ja, es ist spielt in Berlin. Also wer Berlin kennt, wird, glaube ich, auch viele Orte wiedererkennen, auch wenn es jetzt nicht so explizit gesagt wird, wir sind in der Straße so und so. Aber ich glaube, man kann da schon viel wiedererkennen. Und ich konnte da so ein bisschen meinen Lokalpatriotismus ausleben, weil ich habe ja schon gesagt, ich komme aus Berlin und ich liebe Berlin einfach und finde es einfach so eine schöne, abwechslungsreiche Stadt. Und möglicherweise gibt es in dem Buch als Handlungsspielort auch ganz viele meiner Lieblingsorte. Also ich habe mich da so ein bisschen ausgelebt. So, du musst jetzt gleich mal weiterlesen. Ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen fröhlicher. Ja. Na, mal gucken. Also es ist natürlich immer so ein melancholischer Unterton, aber es ist, wir lesen jetzt quasi so gerade die Verbindung zwischen einem eher traurigen Teil und einem eher nicht so traurigen Teil. Also ich lasse mich einfach mal überraschen, genau, was jetzt so Schönes auf uns zukommt. Ja. So, für den zweiten Leseteil sind jetzt einige Stunden seit dem Arzttermin eben vergangen. Wir haben sozusagen eine Nacht und somit auch einige Kapitel übersprungen. Und es ist jetzt früh am Morgen, wo wir
Joe und gleich noch jemanden wieder treffen. Ein dunkles Auto saust um die Kurve und hält mit quietschenden Reifen an der Kreuzung. Elvi steigt aus und zerrt hinter sich einen riesengroßen Trekkingrucksack über die Rückbank des fremden Autos. Auf halbem Weg zum Buchladen entdeckt sie mich und stürmt mir entgegen. »Alles okay, wie geht's dir, wo warst du?« sprudelt sie schrill hervor und umarmt mich heftig. »Ich dachte schon, dir sei was passiert.« »Was soll mir denn noch groß passieren?« witzle ich. Sie schaut mich traurig an. »Okay, nicht lustig. Ich habe mir Sorgen gemacht, Joe.« Ich lege den Arm um sie und wir schlendern zu meinem Fahrrad. Als ich das Fahrradschloss aufschließe, erinnert sich Elvi daran, wer sie ist, klatscht in die Hände und fragt voller Energie, »Also, was willst du als nächstes machen?« »Ich wollte ein bisschen auf der anderen Seite entlang spazieren«, antworte ich und zeige hinüber zur Insel mit den vielen alten Gebäuden, die neben dem majestätischen Dom am Wasser ruhen. »Exzellent«, bekräftigt mich Elvi, die unter ihrem Rucksack noch kleiner wirkt als sonst. Ich schiebe mein Fahrrad neben ihr her und gemeinsam gehen wir gemütlich über eine gebogene Brücke. Auf der anderen Seite spielt ein einsamer Trompeter für ein kleines, zufälliges Publikum um etwas Taschengeld. Ich mache einen Schlenker und lege einen blauen Geldschein in seinen verschlissenen Instrumentenkoffer. Der Musiker zwinkert mir dankend zu. Wir laufen den Fluss entlang, während der Klang der Trompete uns ein Weilchen folgt. »Vielleicht spielt er sein kleines Konzert nur für uns«, überlege ich laut. Elvi lächelt mir zu. Sie ist ungewöhnlich schweigsam. Die Museen sind noch geschlossen und die Promenade ist, abgesehen von uns, menschenleer. Wir erreichen einen meiner Lieblingsorte. Einen langen Säulengang, der aussieht, als läge an dessen Ende ein Portal in eine andere Welt. Ein schwacher Wind schlängelt sich um die Säulen herum. Sie fühlen sich alt und porös unter meinen Fingern an. Mehrere Jahrhunderte haben sie bereits überdauert. Ich dahingegen werde nur ein kurzer Augenblick in der Zeit sein. Maximal ein Blinzeln. Ich lehne das Rad gegen eine Säule. Elvi legt ihren Rucksack ab und setzt sich daneben auf den Boden und schaut Richtung Fluss. Sie wirkt nachdenklich, wie sie ungewohnt still an ihrem dünnen schwarzen Nasenring herumfummelt. Ich setze mich zu ihr. Vielleicht können auch wir hier die Jahrhunderte überdauern. Vielleicht liegt das Geheimnis darin, genau da zu bleiben, wo einem die Zeit nicht findet. Elvi zieht eine Schachtel aus ihrem Hoodie. Rauchen fügt ihnen und den Menschen in ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Wir teilen unser Leid und eine Zigarette. »Weißt du noch?«, bricht Elvi nach dem ersten Zug ihr Schweigen. »Als wir mit Enzo, Lilly und Simon bis zum Sonnenaufgang dort oben getanzt haben?« Ihre Zigarette zeigt auf die Stufen in der Ferne, die zur alten Nationalgalerie führen. Die Erinnerung an diese Spätsommernacht blitzt schmerzhaft tief in mir auf. Ich begrabe sie, so schnell ich kann. »Ich erinnere mich lieber nicht«, gebe ich zu. »Das ist mir zu traurig.« Elvis Lächeln verschwindet aus ihrem Gesicht. Die ersten Ausflugsdampfer schleppen sich an uns vorbei, auf ihren Sonnendecks Touristen mit bunten Hüten. Manchmal winken einige von ihnen und ich winke den Miniaturmenschen zurück. Noch einmal verreisen. Ich suche mein Handy und schreibe eine Nachricht. »Mach die Weltreise, Simon. Mach sie jetzt.« Als ich das Telefon wieder einstecke, reicht Elvi mir die Zigarette. Ich nehme sie und betrachte, wie der Rauch vom Wind davongetragen wird. »Tut mir leid, dass ich nie nach deiner Krankheit gefragt habe«, sagt Elvi, ohne mich anzusehen. »Ich dachte, wenn du nicht drüber sprichst, wird schon alles gut sein. Das war dumm von mir und egoistisch. Ich bin eine Kackfreundin.« »Bist du nicht«, protestiere ich. »Hätte doch auch nichts geändert.« Wieder fallen wir ins Schweigen. »Was denkst du gerade?« Diesmal sieht sie mich fragend an. Der Tabak ist stark und liegt dick auf meiner Zunge, aber meine Hand genießt die Beschäftigung. »Nie wieder Sonnenbrand«, antworte ich und nehme einen tiefen Zug. Meine Lunge flattert und ich muss husten. »Und nie wieder Bauchkribbeln, wenn das Flugzeug startet«, presse ich hervor. Ich schaue in Elvis eisblaue Augen. »Ich denke an die Dinge, die ich nie wieder erleben werde«, erkläre ich und gebe ihr die Zigarette. »Nie wieder Glühwein. Das ist vielleicht auch besser so«, sagt sie und stupst mir mit dem Ellbogen in die Seite. »Nie wieder Schokoladenweihnachtsmänner ab September«, setze ich fort. »Nie wieder 2 Monate lang den Ohrwurm von Last Christmas«, erwidert Elvi mit erhobenem Zeigefinger. Sie ist unerschütterlich. Ich schaue hinüber zu den unzähligen Stufen und sage leise, »Nie wieder tanzen unterm Sternenhimmel. Nie wieder Sommer. Nie wieder helle Vollmondnächte.
Elvi raucht und schweigt. Nie wieder glücklich schwankende Bürgersteige nach langen Gesprächen. Nie wieder das Klirren zugeprosteter Weingläser. Keine Regenbögen mehr und keine ersten Küsse. Eine kiloschwere Träne rollt mir langsam übers Gesicht. Offenbar bin ich doch noch nicht leer geweint. Nie wieder Sternschnuppen. Dabei bräuchte ich nur noch eine. Eine einzige für einen Wunsch. Ich wische mir die Augen trocken. Elvi robbt zu mir und schließt den letzten Millimeter zwischen uns. Ihre Augen schwimmen und gemeinsam schauen wir ins Nichts. Stunden vergehen, da bin ich mir sicher. Weißt du, was das Gute daran ist? Elvi zieht mich mit ihrer Frage aus den Tiefen meiner Gedanken. An all dem Abschiedsschmerz? Meine erschöpften Augen suchen nach ihrem. Mein fragender Blick bleibt an ihren Lippen hängen. Du empfindest diesen Schmerz nur, weil du das Glück hattest, all diese Dinge bereits erlebt zu haben. Du vermisst deine Erinnerung. Elvis Haare wirbeln im Wind. Ich glaube, in Wirklichkeit bist du also weniger traurig, sondern vielmehr dankbar für all die Erinnerungen, die es zu vermissen gilt. Verstehst du? Verdammt, Elvi. Ich nicke nachdenklich, während die Zigarette in meiner Hand erlischt. Vom vielen Vermissen und Rauchen ist mir furchtbar schlecht. Ich lehne meinen Hinterkopf an die Säule und versuche, die Übelkeit wegzuatmen. Alles okay? Fragt Elvi. Langsam drehe ich meinen Kopf zu ihr und lächle müde. Ich weiß langsam wirklich nicht mehr, was ich darauf noch antworten soll. Schöne Scheiße, fasst Elvi zusammen und drückt fest meine Hand. Ein heller, immer lauter werdender Ton in meinem Ohr zwingt mich wenig später zum Aufstehen. Wir schultern die Rucksäcke und schieben uns und mein Rad aus dem Säulengang zurück auf die Promenade. In den Bäumen piepsen klitzekleine Vögel und verbreiten die Zuversicht eines nahenden Frühlings. Ich beobachte, wohin meine Füße mich tragen. Ohne Ziel folge ich nur meiner Intuition. Und Elvi folgt mir. Als wir eine breite Fußgängerbrücke überqueren, fällt mein Blick auf ein Graffiti an der Balustrade. No Future. Hastig geschrieben in Neongrün. Meinst du, das ist die merkwürdige Art des Universums, mich zu verabschieden? Das da? Also das steht da schon mindestens ein halbes Jahr, winkt Elvi ab. Wohin willst du jetzt? Meine Augen kleben noch immer am giftgrünen Schriftzug. Sie stupst mich erwartungsvoll an. Zwischen den Steinsäulen der Balustrade glitzert das Wasser der Spree. Der Himmel treibt darauf, verteilt sein Blau auf Millionen kleiner Wellen. Ein Gedanke schmiegt sich in mein Gehirn. Vielleicht... Ich gehe einen Schritt nach vorn, lehne das Fahrrad an und lege die Hände auf die raue Steinbrüstung. Unter uns badet eine Ente friedlich ihr Gefieder. Vielleicht was? Vielleicht nach unten? Elvis linke Augenbraue schnellt bis zum Haaransatz. Sie schaut abwechselnd zwischen dem Fluss und mir hin und her. Unten im Sinne von da rein? Sie zeigt aufs verlockende Wasser. Ich zucke mit den Schultern. Fuck ja! Sie lässt ihren Rucksack fallen, stellt sich direkt neben mich und schaut nach unten. Ihr offener Mund grinst. Oh oh. Ich rudere zurück. War nur so eine Idee, keine Ahnung woher. Eine Schnapsidee. Schnapsideen sind die besten Ideen! Ruft Elvi und wirft mit erhobenen Armen drei Ausrufezeichen hinterher. Ich finde es eine großartige Idee. Fuck it, es muss doch nicht immer alles Sinn ergeben im Leben, Joe. Sie greift liebevoll meine Schultern und schüttelt mich. Ich schüttel den Kopf in die Gegenrichtung. Tu es, mach was Verrücktes. Live your life, Baby. Und dann versuche ich zu entkommen. Bin ich nass und kalt und stinke nach Fluss und fühlst dich lebendig. Schachmatt. Wir schauen wieder in die Wellen. Ich lasse den Rucksack direkt neben meine Füße sinken. Dir ist klar, dass du auch springen musst, richtig? Elvi kramt in ihrem Rucksack und nickt euphorisch. Kurz darauf hält sie die Flasche Wodka triumphierend in die Höhe. Sie ist leerer als letzte Nacht. Auf die Schnapsidee, prustet Elvi, nimmt einen großen Schluck und drückt mir den Wodka in die Hand. Während sie sich bis auf die Unterwäsche auszieht, umklammern meine verzweifelten Finger die Flasche. Ich muss das nicht machen. Ich kipp den Kopf in den Nacken. Die klare Flüssigkeit ist heiß und entzündet meine Speiseröhre. Ich brenne. Fuck it. Mein Pullover fällt als erstes auf die Pflastersteine. Ich lege das Kleid und die Strumpfhose in den Fahrradkorb. Die Turnschuhe stelle ich samt Ananassocken neben meinem Rucksack. Wenn uns jetzt jemand die Sachen klaut, kaufen wir uns neue. Elvi schwingt jauchzend ein Bein über die breite Brüstung. Ich imitiere mechanisch ihre Bewegung. Dann stehen wir plötzlich auf der falschen Seite der Balustrade. Nur unsere Hände halten uns noch am Steingeländer fest und uns zurück.
Von hier aus sieht alles deutlich höher aus. Das ist doch verrückt. Meine Zehen ragen über den äußersten Rand der Brücke hinaus. Das Wasser bewegt sich wie ein breites Laufband stetig unter ihr hindurch. Der Fluss und ich haben Gänsehaut. Das überleben wir doch nicht. Aber die Schiffe! Ich gucke und gebe ein Zeichen, entgegnet Elvi und schaut nach hinten über ihre Schulter. Warte! Ein kleines Boot zerwühlt das fließende Blau und hinterlässt einen Strudel. Wie hypnotisiert starre ich auf die Stelle tief unter meinen Füßen, an der sich das Wasser mit weißen Adern verwirbelt. Moment, halt, wie kommen wir wieder hinaus? Da hinten ist eine Leiter, siehst du? Mach deine Gedanken aus, Joe. Elvi lächelt mich entwaffnet an. Ein Windhauch trägt die Musik des Straßenmusikers bis zu uns. Der Klang seiner Trompete schwingt zwischen den Gebäuden hin und her, wie ein Echo in den Bergen. Elvi ruft. Jetzt! Das war's. Nee, nicht wirklich. Doch, das Kapitelende. Nein, das kannst du doch nicht machen. Mach ich auch mal. Das ist jetzt gemein. Aber gut, okay. Dann sprechen wir jetzt mal über die Entstehung von deinem Buch. Vielleicht magst du da so ein bisschen erzählen von der Idee bis zur Veröffentlichung, die Höhen und Tiefen, die man da ja so ein bisschen durchmacht. Ja, gab hohe Höhen und tiefe Tiefen auf jeden Fall. Zu der Geschichte, also viele fragen natürlich immer, ist das irgendwie, hat das einen autobiografischen Hintergrund? Hast du selber eine Krankheit oder kennst jemanden? Und das ist es zum Glück nicht. Ich weiß tatsächlich selber nicht, was da, wie das in meinen Kopf gekommen ist. Das war so eine ganz kitschige Geschichte eigentlich. Es war ein Wintersturm 2021. Ich war allein zu Hause. Ich habe eigentlich Mann und Kind immer zu Hause und die waren irgendwie außer Haus. Und ich hatte, glaube ich, das erste Mal seit langem die Ruhe, meine eigenen Gedanken zu hören. Und dann fing das irgendwie so an, dass ich immer den ersten Satz von meinem Buch im Kopf hatte. Also der kreiste mir immer wieder durch die Gedanken. Und dann habe ich mich nachts zum Schlafen gelegt, ganz normal. Und dann stapelten sich aber plötzlich die Worte und Sätze so in meinem Gehirn. Und alles klemmte sich so fest, dass ich dann nachts um 3 aufstehen musste, um Notizen zu machen. Und am nächsten Morgen habe ich dann angefangen, das Buch zu schreiben. Also ich habe keine Ahnung, es hat mir irgendwie der Wintersturm ins Gehirn gewirbelt, sage ich immer. Das ist so ganz aus dem Nichts gekommen. Und ja, letztendlich ging das dann alles ganz schnell. Ich sage immer, die Geburt meines Buches ging eigentlich schneller als die meines Sohnes, gefühlt. In 2 Monaten hatte ich es dann fertig geschrieben. Also ich habe dann mich tief in die Recherche begeben, habe mit Ärzten gesprochen, was es so für Krankheiten gibt, wie dann so eine Diagnose aussehen könnte und so weiter. Das so ist ja natürlich trotzdem Fiktion, aber dass es so ein bisschen ein Fundament hat. Und bin dann so richtig in so ein schwarzes Loch gestürzt, wo ich Tag und Nacht nur noch geschrieben habe. Und also neben dem Job dann noch so nebenbei, immer wenn ich gerade kein Meeting hatte, habe ich mich hingesetzt und geschrieben. Und musste dann danach auch erstmal durchatmen. Also ich hatte das dann fertig, habe es dann auch Testlesern gegeben. Das war aber erstmal das Feedback gut. Und dann hatte ich es da liegen. Und dann war wirklich so sprichwörtlich die Ruhe nach dem Sturm. Und ich dachte so, und jetzt? Jetzt habe ich irgendwie ein Buch geschrieben. Was, wohin damit? Was mache ich jetzt? Und dann sind wir quasi von der Höhe schon ins erste Tal unterwegs. Weil dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe keine Ahnung von der Buchbranche, ich weiß nicht, wie man ein Buch veröffentlicht, was dazugehört und so weiter. Und eigentlich wäre es ja total toll, wenn ich eine Literaturagentur hätte, die mir auf dem Weg halt hilft, die irgendwie Einsichten und Kontakte in die Branche hat, die sich mit Verlagskommunikation und Rechten und allem Möglichen auskennt. Und habe dann eben fleißig Bewerbungen geschrieben, erst in Berlin, dann irgendwann deutschlandweit. Und dann kam die große Stille, die große Funkstille. Ich habe gewartet, überall steht auch immer schon, ja, man soll nicht vor 4, 5 Monaten überhaupt mit irgendeiner Nachricht rechnen. Also die meisten sagen nicht mal ein Jahr, wir haben es bekommen, sondern es ist wirklich komplette Funkstille. Und so nach dem Motto, rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an, waren die dann auch eher so abgeneigt, wenn man mal hinterher telefoniert hat und gefragt hat, wie es dann eigentlich mit der Bewerbung aussieht. Aber Fakt ist, niemand wollte es haben. Also kein Literaturagent hat sich mein Manuskript angeguckt oder zumindest weiß ich nichts davon. Ich habe keine Rückmeldung bekommen und
Dementsprechend ist das Jahr dann so ein bisschen vor sich hingezogen und ich habe zwar noch weiter daran geschliffen, wie gesagt, so Testleser, das Lesen lassen, so ein bisschen Feedback eingearbeitet, aber es war nicht so viel. Und dann war dann die Frage, okay, was mache ich denn jetzt damit? Und dann ist mir im Frühjahr letzten Jahr, also 22, ein Wettbewerb für Self-Publisher über den Weg gelaufen, der Bold and Untold Wettbewerb. Und da konnte man Manuskripte einreichen von unveröffentlichten Büchern. Und das Ganze lief mit zwei Runden ab. Erst gab es einen Monat lang so ein Publikumsvoting. Da wurden dann die Top 3 Manuskripte sozusagen in die nächste Runde gelassen. Und da gab es dann eine Fachjury, die in den Kategorien Belletristik und auch Sachbuch eben Preise vergeben hat. Und das waren ganz nervenaufreibende Wochen für mich. Aber im Endeffekt hat dann das Manuskript, also mein Manuskript zu Mein letztes heute, die Kategorie Belletristik gewonnen. Yay! Und ich habe dann Preisgeld bekommen und damit war dann klar, okay, dann mache ich das jetzt selbst. Ja? Also dann muss ich jetzt daran. Dann muss das auch ein Self-Publishing-Buch werden. Und das war dann für mich dann wieder so der Weg zum nächsten Berg, weil ich bin kein Mensch, der gut warten kann. Ich bin nicht so geduldig. Und dieses halbe Jahr, wo ich immer dann gedacht habe, ja, okay, vielleicht meldet sich ja doch noch irgendein Agent oder irgendein Verlag. Also ich habe es kaum ausgehalten, so dieses Nichtstun und auf andere Leute warten, war nicht leicht. Und dann dementsprechend bin ich dann sehr in den Aktionismus gekommen, beziehungsweise im Sommer letzten Jahres dann, und habe mich dann um alles gekümmert, was dazugehört. Eben Covergestaltung habe ich selbst gemacht, Buchsatz hatte ich mal im Studium gelernt, das habe ich dann mein Wissen wieder rausgekramt. Dann habe ich mich um professionelles Korrektorat gekümmert und auch um Lektorat, weil mir das sehr wichtig war. Da hat mir die Ellen Rennen geholfen, was natürlich total cool ist, wenn es dann auch mal jemand liest, der nicht die Mutti ist, die sagt, ja, ist ja alles ganz toll, sondern wenn es halt jemand aus der Branche sich einfach anguckt und Feedback gibt. Also das hat mir auf jeden Fall auch nochmal sehr geholfen. Und ja, jetzt ist es seit fast einem Jahr veröffentlicht. Also im September 22 kam dann mein letztes heute als Taschenbuch und als E-Book raus. Und es ist immer noch so ein bisschen unwirklich irgendwie, dass wir bald den ersten Geburtstag feiern. Du hast ja einen richtig spannenden Weg hinter dir. Und erstmal herzlichen Glückwunsch zum Preis. Und Dankeschön. Ja, so ein halbes Jahr ist schon sehr aufregend, ne? Das Warten. Ja. Ich kann das total verstehen, aber es hat sich ja gelohnt. Es hat sich gelohnt und wie das manchmal so ist, man spricht ja manchmal so von diesem magischen Nein. Also bei mir war es ja nicht mal Nein. Ich hätte mich ja gefreut, wenn mir jemand eine Absage gegeben hätte, aber rein gar nichts zu hören, ist irgendwie auch schwierig. Aber ich habe mir dann gesagt, okay, scheinbar ist es nicht mein Weg, scheinbar ist es ein anderer. Genau, und du hast jetzt auch einen guten Weg gefunden. Genau. Du hast mir ja verraten, dass du schon so einige Lesungen gehalten hast, dass du immer was Kleines dabei hast, so was Kleines, Feines, sage ich jetzt mal, für die Zuhörer, also für das Publikum, den du aus deinem Buch so gewisse Kapitel vorliest. Ne? Magst du mal so ein bisschen erzählen, was du da mitbringst? Genau. Wie du schon gesagt hast, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, die Stimmung auszubalancieren, wenn man dann so ein Kapitel liest wie das beim Arzt, also wo es dann wirklich erstmal so ans Schlucken geht und alle so einen leichten Dämpfer haben. Und ich bringe immer mit so ein paar Blanko-Visitenkarten. Da steht auf einer Seite ein Satz drauf, den man auf der Rückseite vervollständigen soll. Und zwar steht dann drauf, bevor ich sterbe, möchte ich, Punkt, Punkt, Punkt. Und das bringe ich immer mit, weil man dann in den Pausen oder auch nach der Lesung lege ich das dann auf die Tische oder spreche mit Leuten. Und dann ist das so ein bisschen so ein Anstoß, sich darüber Gedanken zu machen, dass man nicht nur diesen Tod vor sich sieht oder halt daran erinnert wird, an die eigene Sterblichkeit, sondern dass man sich eben ans Leben erinnert. Ne? Dass man überlegt, okay, was möchte ich denn eigentlich noch in meinem Leben erreichen? Oder was möchte ich fühlen? Oder was möchte ich sehen? Oder wen möchte ich treffen? Oder es ist sehr, sehr, sehr individuell. Und das führt tatsächlich zu ganz tollen Gesprächen, weil das dann Leute quasi ja anonym ausfüllen. Und dann bringe ich manchmal noch so eine Wand mit, wo man das dann halt ranpinnen kann. Und dann hat man am Ende der Lesung, nachdem alle Gespräche irgendwie stattgefunden haben und Leute sich dann dahingestellt haben und überlegt haben, so eine große Inspirationswand an Dingen, über die Leute nachgedacht haben oder
ja, wo sie einfach sagen, das möchte ich noch. Ich möchte, was weiß ich, nach Australien reisen oder ein Musikinstrument lernen oder glücklich sein. Oder also es ist ja wirklich ein ganz großes Spektrum, was dabei rauskommt. Das ist unglaublich inspirierend. Und ich weiß, es ist unangenehm und es macht auch Angst, darüber nachzudenken. Aber ich finde immer, und dafür nutze ich die Lesung eigentlich gern, es lohnt sich halt extrem, darüber nachzudenken und wirklich mal ein paar Minuten ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, ja, es ist nun auch in meiner Zukunft der Tod irgendwann, hoffentlich eher später als früher. Und was, man hat ja das eigene Leben in der Hand. Was kann ich denn noch für mich erreichen? Was möchte ich denn eigentlich noch? Das ist so ein bisschen die Idee und das bringe ich zu den Lesungen dann immer als Gedanken, als Denkanstoß mit. Andere Leute sagen Löffelliste dazu? Ja, genau. Gibt's auch, richtig. Genau. Und eine Löffelliste, die ist ja ein bisschen länger als deine Visitenkarte, aber ich finde das total interessant, was du machst. Also, deine Lesung ist jetzt nicht nur eine Lesung, sondern man kommt ins Gespräch und vor allen Dingen, man denkt drüber nach, was möchte ich noch in meinem Leben machen? Vielleicht noch was Schönes? Oder vielleicht muss ich noch was klären? Man weiß es ja nicht, kann ja vieles sein. Ja. Ja, also hatte ich tatsächlich auch schon, fand ich sehr interessant. Da habe ich mich mit jemandem bei der Buchmesse, hatte ich das auch dabei. Und da hat auch eine Frau geschrieben, ich möchte meine Dinge geregelt haben, damit eben wer auch immer dann übrig bleibt, sich nicht noch mit all dem, was weiß ich, Rechtsgeschichten oder so umschlagen muss, sondern einfach auch trauern darf. Und das fand ich auch ein sehr offenes, sehr schönes, ehrliches Gespräch. Und manche Leute schreiben 10 Zettel voll und manche überlegen ganz lange an einem. Also es ist sehr, sehr interessant, was da mal so rauskommt. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Also ich möchte gerne bei deiner Lesung, die du live irgendwo machst, mal dabei sein. Also ich finde das wirklich eine tolle Idee, die du da in der Pause machst. Wo schreibst du? Also du arbeitest ja bestimmt schon wieder am nächsten Buch. Hast du so einen bestimmten Ort? Also wie zum Beispiel Kaffee, Bibliothek oder so, oder eine bestimmte Tageszeit, und hast du Rituale beim Schreiben? Das ist wirklich schwer zu beantworten. Ich glaube, wenn du fragst, wo schreibe ich schreibe wirklich am meisten im Kopf. Also ich bin auf der Suche nach einer Routine, sagen wir es so. Ich habe das schon lange erfolglos probiert und ich glaube, daran merkt man auch, dass ich noch so ein bisschen am Anfang stehe. Also vom Prinzip schreibe ich am Esstisch, was da mein Schreibtisch ist, im Büro, auf dem Spielplatz, wenn ich nachmittags mit meinem Kind unterwegs bin. Auch gerne vor Ort, also wenn ich jetzt so ein Kapitel schreibe, wie das eben da in der Museumsinsel, also das, wo wir gerade mit Elvi und Joe waren, an der Spree und so weiter, dann gehe ich da auch gerne hinspazieren und lasse mich so ein bisschen vom Ort inspirieren. Aber letztlich ist das immer sehr, sehr zersplittert und ich fange immer an, also es beginnt immer im Kopf und wenn es dann einfach zu viel wird im Kopf, zu viele Dialoge, dann muss es irgendwie raus und dann ist es eben da, wo ich gerade bin. Also dann ist es das Notizbuch unterwegs in der S-Bahn oder eben auf der Couch oder so. Also das ist, ich habe da noch nicht so richtig ein Rezept für mich gefunden. Ich wünschte, ich hätte es, weil ich fände das, glaube ich, ganz gut. Aber im Moment nehme ich so, wie es gerade kommt. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Sehr empathisch, effizient bzw. strukturiert. Also es ist auch so bei dem Buch. Meine Lektorin hat gesagt, sonst streicht sie immer ganz viel weg. Bei mir war das nicht so, weil ich nur so das Wichtigste reingeschrieben habe. Ich weiß gar nicht, verträumt vielleicht auch so ein bisschen. Aber ich glaube, vielleicht sehen meine Antworten nächste Woche auch anders aus. Ich weiß es nicht. Das ist wirklich so ein bisschen tagesformabhängig irgendwie. Das ist auch gut so. Ja, vielleicht schon. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Ja, also hauptsächlich bei Instagram und bei TikTok. Mein Handle, wie man so schön sagt, ist Julia Writes a Book. Also alles zusammengeschrieben. Julia schreibt ein Buch, bloß auf Englisch. Und ich habe auch Facebook und ich habe auch eine Webseite, aber das ist eher so für Leute, die nicht meine Bücher lesen, sondern die so Lesungen veranstalten und so weiter. Also darüber bin ich dann mit eher der Klientel im Kontakt. Aber ich nutze halt Instagram und TikTok hauptsächlich so, um mit meinen Lesern, Leserinnen
in Kontakt zu treten, was mir unglaublich Spaß macht. Auch bei Goodreads bin ich unterwegs, habe auch überall, wo es möglich ist, irgendwelche Autorenseiten mir angelegt, damit man mir auch Feedback geben kann und mich da findet. Und ich finde es immer ganz schön, mich mit Leuten da auszutauschen oder auch zu sehen, wenn Leute eben mein Buch oder mich verlinken und so. Da geht mir immer das Herz auf, da freue ich mich natürlich total drüber. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Mein Buch, gibt es überall, wo es Bücher gibt, vom Prinzip. Also ich bin ganz normal gelistet. Man kann mich auch, also mein Buch auch in der Buchhandlung nebenan bestellen. Ist mir auch immer ganz wichtig, weil ich selber immer noch gerne in die kleinen Läden gehe, wo man auch gut beraten wird. Also das geht auch. In einer Buchhandlung in Berlin gibt es mein Buch tatsächlich offiziell im Regal zu kaufen, aber überall sonst kann man es eben bestellen. Und ja, ansonsten auch alle gängigen Internetbuchhandlungen, Hugendubel, Thalia etc. Und bei Amazon natürlich auch. Ich habe es als E-Book auch herausgebracht für Kindle, und aber auch als Tolino-Edition für den Tolino E-Book-Reader. Also ja, vom Prinzip eigentlich überall. Ich habe es auch schon bei eBay Kleinanzeigen gesehen, also Leute, die es durchgelesen haben und nicht behalten wollten. Aber ja, vom Prinzip auf allen möglichen Plattformen. Ja, jetzt kommen wir leider schon zur letzten Frage. Mhm. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Also von meinen Leserinnen für das aktuelle Buch, also für mein letztes heute, wünsche ich mir, dass sie offen an die Geschichte rangehen und dass sie etwas von diesem radikalen Feingefühl meiner Protagonistin mitnehmen. Also dass das so ein bisschen die Sinne schärft für die kleinen Momente im Leben. Das ist so mein Wunsch nach einem offenen Ohr. Und ja, generell für mich als Autorin natürlich Rezension auf Platz 1. Ne? Also ich glaube, das betet jeder Autor immer runter. Das hilft uns natürlich immer sehr, auf egal welcher Plattform, einfach Sterne zu verteilen, Herzen zu verteilen und eben zu schreiben, wenn einem das Buch gefallen hat. Und es müssen ja auch keine Romane sein, die man dann selber da verfassen hat, aber sagen, hat mir gefallen oder was auch immer. Muss ja nicht immer lang sein. Also so ein Satz dazu, das wäre halt mega gut. Und ja, ansonsten, ich habe es eben schon erwähnt, Feedback. Also ich bin noch neu dabei, das ist mein erstes Buch. Ich mache das noch nicht so lange ernsthaft sozusagen und ich lerne dabei ganz viel. Und wenn jemand mir Feedback geben will, was ihm gefallen hat, was ihm gefehlt hat, was ich an der Geschichte, an den Charakteren mochte oder auch nicht. Also ich habe da auch immer sehr viel Lust drauf, mich mit Leuten auszutauschen und Feedback zu bekommen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, wir sind leider schon am Ende. Schade. Mhm. Ich hätte noch gerne länger zugehört. Ach, also, schön, das freut mich. Dein Buch ist wirklich schön. Also, Dankeschön. Bitte mach ganz viele Lesungen, damit du ganz viele Leute erreichst, auch mit deinen. Ich lade dich dann ein. Ja, bitte, sag Bescheid, ich komme sofort. Ja. Ja. Ja, also es war wirklich sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und dieses tolle Buch vorgetragen hast. Ich hoffe, du erreichst ganz viele und bewirkst auch ganz viel damit. Und ja, ich freue mich auf deine Lesung dann. Ja, Dankeschön. Dir auch ein großes Dankeschön für heute. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.